großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezembers 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezembers 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezember 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun, in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer. Wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. 11. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr in einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat.